Ist noch ein weiter. Und da ist mein Bett. Ich bin sofort da. Ich bin soweit. Yep, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf der Treppe nach oben. Auf der Treppe nach oben? Ja, und jetzt sehe ich drin. Ja. Ich glaube, ich werde mir mal ein paar Screenshots von meinem Haus machen. Demnächst. Du kannst auch einfach kurz mal in deine Singleplayer-Welt gehen. Nee, das wird zu aufwendig. Ich habe jetzt keinen Bock zu. Achso. Ja, das ist natürlich eine gute Einstellung. Irgendwie wirkt das ein bisschen groß. Ja, halt auf zum Mond. Und funktioniert das bei dir mit dem Sand? Mali? Mit welchem Sand? Ja, du hast doch gefragt wegen Sand, ob das funktioniert. Aber eigentlich müsste es ja. Was für ein Sand? Ach, ist egal. Das ist ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ob das mit den Tieren und dem Sand da funktioniert, ja, das hast du mich vorhin gefragt. Ja, eine Kuh ist schon mal groß geworden hier. Oh, nein. Eigentlich sollte das auch funktionieren. Das sollte bei Schafen nur halt nicht mit der Wolle klappen. Ja, nee, da müsste ich dann erst noch Erde hinbringen mit einem Grasblock und so. Erde kannst du von mir haben. Hast du, glaube ich, sogar einen Grasblock irgendwie auch dort, habe ich gesehen? Ja. Weil ich brauche ja einen Grasblock, damit dort auch Gras hinwächst. Ja, das wird ja dann zu Gras. Also du kannst Erde auf einfach dahin kippen und dann wird das ja zu Gras eigentlich. Nee, du brauchst ja irgendwie eine Verbindung mit Gras oder so. Also, ja, also wenn du da zum Beispiel nur alles Erde hast, dann glaube ich, wächst da kein Gras. Du brauchst da irgendwie so einen Grasblock noch dazwischen. Achso, ja gut. Habe ich aber auch hier rumliegen. So. Das ist ja schon wieder viel zu weit. Eins, zwei. Na toll, jetzt habe ich keinen. Habe ich denn eigentlich alles? Okay. Oh, ich habe ja noch jede Menge. Die Zwischenräume fülle ich jetzt hier mit einfach auf. Es fällt uns wieder nicht zum Sprechen ein, so richtig. Ich muss gerade überlegen, wie ich hier noch alles crafte. Ja, ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, aber... Was willst du denn craften? Ich suche gerade für die Beine. Und für die Beine? Also für die Hose oder was das auch immer ist, was man da machen muss. Ach, du meinst jetzt eine Rüstung? Ach da, ich hab's gefunden. Ah, okay, gut. Ja, ich bereite mich gerade so ein bisschen auf den Höllentrip vor. Ja, das mache ich dann am Ende der Aufnahme schnell. Das dauert ja nicht so lange. Ja, jetzt habe ich noch gerade dran gedacht, deswegen dachte ich mir, ach, mach's einfach mal. Das ist auch in Ordnung. Kohle, mach ich hier neben mal Eisen hin. So, ich müsste jetzt eigentlich gleich mal... Was wollte ich denn jetzt mal machen? Hier oben sind da Mobs. Ah, André, ich sehe dein Haus von hier aus. Naja, Haus. Aber den Ansatz des Hauses. Ja. Oh, ich habe ja sogar Wassereimer. Das ist ja cool. Ja, hier oben ist noch nichts drin im Lagerhaus. Mal gucken, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas hin mal. Ich könnte ja noch mal ein paar Rohstoffe noch farmen gehen, solange ich noch dabei bin hier. Ach, ich brauche auch noch welche. Ich hole ein Brombsen. Hä, hey, was habe ich denn da hingebaut? Ich könnte ja noch ein bisschen... Ach, das ist ja draußen. Ich brauche Holz, und zwar Tropenholz oder so was. Ich sollte mir vielleicht nochmal irgendwann ein paar Hühner züchten. L-
Lohnt sich das jetzt noch loszulaufen, um Sand und sowas alles zu holen? Wieso habe ich eigentlich zwei Bögen dabei? Weiß ich nicht. Frag mich nicht. Weiß ich nicht, frag mich nicht. Okay. Frag mich nicht, weiß ich nicht. Wo ging's noch in den Urwald? War doch irgendwo in der Nähe. Der Dschungel ist hinten hinterm Dings, hinter meiner Farm, Weizenfarm. Ach ja, richtig. So, kommt, nein, das nicht. Das kann auch mal hier alles in die Truhe rein. Eigentlich kann alles in die Truhe rein, außer das Essen. Ach, ich brauche unbedingt jetzt auch mal eine Ordnung. Ich bin nämlich gerade auch so ein bisschen am Lagerhelm bauen bei mir. Ist die Spinne so. Schon wieder hin? Ist die schon wieder hier unter dem Dach? Nicht. Da ist sie schon wieder. Hier ist die fette Spalte. Die fette Spalte. Oh ja. Komm her, da, wo du letztes Mal reingekracht bist. Ich habe doch da oben eigentlich Licht reingemacht. Warum ist das nicht da oben nicht hell genug? Du fragst da den Falschen. Der sein können, dass du das weißt. Wie sieht's ja nicht aus, Arne, mit deiner tollen Farm? Meine Farm ist wieder ganz jetzt. Jo, Tatsache. Ich laufe erstmal hier ein bisschen, damit ich da ein bisschen schneller hinkomme. Der Tag ist ja auch nicht mehr so lang. Und weh, du springst jetzt nochmal in die Luft. Ich? Nee, André. Ich hab dir ja wohl gerade nicht in die Luft gesprengt. Nee, aber es hat sich eben so angehört schon. So. Du willst mich hier wieder zu Unrecht verurteilen. Das ist. Du wirst immer zu Unrecht verurteilt. Unfair. Schuldig im Sinn der Anklage. Ein bisschen Stein hier mal mitnehmen. Stein kann man mal gebrauchen. Ach, jetzt kommt ja diese Prophezeiung hier mit dem... Ach, Gottes Willen. Nee, so ist das doch gar nicht. Nee, wusstest du. Damit. Sieht hier aus. Sieht so richtig wie so ein verlassenes, wie solche verlassene Mine aus. Oh, diese schrägen Baumstämme, die gehen mir so ein bisschen auf den Sack. Ach so, dass die mal schräg denn gebaut werden, ne? Ja, das ist, oh Gott. Vor allem, wenn du keinen Platz hast, dann sollst du nochmal eben so schräg bauen. Echt zum Heulen. Sand. Man weiß ja nie, wann wir nochmal Sand brauchen. Nein, ich glaube, so viel Sand, wie du schon abgebaut hast, da brauchen wir so bald keinen Sand mehr. Also ich werde ihn früher oder später auf jeden Fall brauchen. Also so viel Sand wie Wadi hat, das ist ja... Ich habe gar nicht so viel Sand jetzt. Ja, ich habe deine Folge, die du heute hochgeladen hast, da hast du ja so viel Sand abgebaut. Das ist ja schon krass. Naja, das waren glaube ich zwei der drei Stacks, glaube ich, waren das bloß von Sand. Das ist eigentlich nicht das wirklich viel. Ich weiß ja nicht, was noch alles so gebaut wird, von Glas mäßig und sowas. Ja, für mein Ding brauche ich auf jeden Fall viel Glas. Also im Moment brauche ich kein Glas. Ich möchte so ein bisschen vorbereitet sein auf alles, deswegen gehe ich so ein bisschen farmen. Man weiß ja nie, vielleicht kommst du mal irgendwann zu mir an und sagst, ich brauche Sand. Ja, das kann gut sein. Ja, darauf bin ich ja im Pad vorbereitet, ne? Ja, das ist sehr praktisch. Ich meine, wenn ich hier schon in der Wüste bin. Ja, du bist der Knecht des Sand und des Glases und nicht der Knecht des Weizens im Moment.
Genau, der Nahrung. Richtig, richtig. Auch wenn ich ja hier auch schon so ein bisschen gerade dabei bin. Ja, ein bisschen, ne? Na, ich fange ja an. Dieses riesen Vieh an, wie sie da hinten gebaut haben, ist ja schon ein bisschen übertrieben, ist mir so aufgefallen. Hauptsache, das Surf fängt nicht an zu lecken. Ja, das nee, ist... eigentlich sollte er nicht. Ich hab's eben schon mal kurz angeschmissen gehabt, da lief's. Ach, ich habe hier ganz vergessen, die Decke einzurichten. Na gut. Oh, toll, jetzt geht meine Schaufel kaputt. Ach, ey, das ist doch alles zum Heulen heute. So. Tipp. Ist ja schmier dunkel. Ist, muss ich mich jetzt mal. Ey, nee, ne? Warte, wird dunkel? Scheiße. Oh, ey, da ist man gerade so ein bisschen am Bauen und dann. Ja, ich bin auch gerade erst am Abbauen gewesen und jetzt muss ich mir jetzt rücklaufen. Oh, den sehe ich ja nicht. Diese Erde ist. Oh! Ja, danke. Was ist denn. Ach du Scheiße, wie viele Schafe und Kühe sind denn hier? Hier Leder, Alter, ich will Leder haben. So, du musst dich jetzt aber noch mal kurz gedulden. Ich will jetzt wenigstens hier noch mal meine Erde wegbauen. Ich bin jetzt gerade bis zu mir gelaufen schon. Ja, ich brauche ja nicht weit laufen. Also ich bin jetzt bei mir im Haus. Ja, bleib ruhig. Also so ein Stress. Was ist das denn hier, ey? Wo bin ich hier? Okay. So, ich bin jetzt auch jeden Moment soweit. Ich weiß nicht, wie lange braucht André noch? André. Ich bin im Urwald noch. Also oh, toll. Und das du sagst du aus Bett vor und du? Ich bin noch im Urwald. Süß. Ja, finde ich auch. Oh, jetzt habe ich dann kein. Dann habe ich mein Lagerhaus. Jetzt habe ich kein Clean Stone mehr. Verd- Scheiße! Mann! Diese dämlichen Creeper, ne? Ich hasse sie. Abgrundtief. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, das merke ich. Immer wenn ich sie sehe, explodieren sie. Das finde ich nicht lustig. Weißt du, schön. Ich bin natürlich jetzt hier wieder reingelaufen, ohne irgendwelche Sachen zu haben. Die können deine Visage einfach nicht mehr ertragen. Ja. Da bringst du jetzt mal einen auf den Punkt. Was habe ich jetzt eigentlich da? Achso. Die guten alten Dschihad-Bomber. Ey, Dschihad-Bomber. Irgendwann machst du so einen Skin so rein, Dschihad-Bomber. Mein Name ist Dschihad-Bomber. Wenn sie Creeper explodiert... Ich hab meinen Auftrag erfüllt. Oh, jetzt kann ich gar nichts hier machen, Alter. Ich hab. Ach, ist das kacke gerade? Ja, es ist kacke, Wally. Es ist kacke. Du hast es sehr gut erfasst. Ich hab keinen. Ich bin hier in zwar ins Lagerhaus gegangen, aber ich hab keine Sachen im Lagerhaus, keine nützlichen Sachen, damit ich irgendwas machen kann. Nimm Bau doch an. Autsch! Oh, ey, hier ständig irgendwas beschießt mich hier ständig. Ey, es ist doch zum Heulen. Oh, hey, was sehe ich denn hier? Kakaobo? So, das muss ja locker reichen schon mal. So, jetzt reicht's mir da draußen. Wer da draußen jetzt noch lebt, der ist gleich tot. Der hat mich geschossen. Ach, mir fehlt ja auch. Jetzt könnte ich Glas gebrauchen gerade, aber ich habe hier selber Sinn. Aha. Das ist eine gute Idee. Ich könnte mal ein bisschen Glas brennen gehen jetzt schon mal. Boah, mit zumindest mal zwei Stacks. Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Mann. Das weiß ich nicht, André. Das weiß ich nicht. Ja, komm, Robin Hood, ey. Verpiss dich. Wo bin ich denn jetzt? Ich kann nur hoffen, dass mich jetzt nichts in die Luft sprengt, ey. Jetzt, wo du sagst. Oh nein. Wann wird es endlich wieder Tag? Ey, das gibt's doch nicht. Nein! Und wie ist es komisch bei mir? Das Glas ist kein, sind keine connected Texturen, aber die, also die Glasblöcke, aber die Glasscheiben schon.
Verdammt, jetzt Die fehlt mir Glas, die sonst. Glasblöcke?